einen Sonntag. Danke auch für Ihr zahlreiches Kommen, sagt der Leitung Verlag. In diesem Verlag ist das Buch von Herrn Horst Olschowski erschienen. Es ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her, dass wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und über das Buch gesprochen haben. Ich hatte das Manuskript auf meinem Schreibtisch, haben uns erst gedacht, im Himmel gibt es kein Kernödel, ist das das neue Kochbuch oder worum geht es jetzt? Hab dann angefangen, diese Geschichte zu lesen und bin nicht mehr davon weggekommen. Also so ein bisschen Landesgeschichte vermischt mit Familiengeschichte. Es war sehr, sehr spannend, sehr interessant, auch wenn ich die Familien vorher nicht so gut gekannt habe, vielleicht dem Namen nach. Ich darf Ihnen empfehlen, erstens sich jetzt einmal die Lesung vom Autor persönlich anzuhören und vor allem dann auch selbst in das Buch hineinzuschmücken. Und voller Freude fragt sie in der Pause ihren Mann, was er davon hielte, die gesamte Kompanie einmal aufs Schloss, eventuell zu einem Sommerfest einzuladen. Eine prächtige Idee, findet er. Aber so ohne weiteres gehe das sicher nicht. Da müsse man doch den Herrn Direktor fragen. Na, dann lass uns das doch ins Auge fassen. Also schreiben Sie an den Herrn Direktor der Grazer Oper, Herrn Julius Grevenberg, den man natürlich kennt, und Sie erlauben sich, ihn und seine Gattin sowie das gesamte Ballett auf das Schloss einzuladen. Terminlich wäre die Zeit von Mitte Juli bis Mitte Juli günstig. Es ist angedacht, die Gäste schon zum Nachmittagskaffee willkommen zu heißen. Die Damen und Herren sind selbstverständlich auch zum Abendessen gebeten. Für An- und Abreise wird gesorgt. In dieser schlechten Zeit zum Essen auf ein Schloss eingeladen zu werden, ist wie ein Gewinn im Glücksspiel. Entsprechend rasch erhält das Ehepaar auch Antwort. Herr Grevenberg bedankt sich im Namen der Kompanie, die sehr erfreut ist und die Einladung gerne annimmt. Nach Absprache mit den Tänzerinnen und Tänzern würde dem überwiegenden Teil der 3. Juli angenehm sein. Er und seine Gattin können an diesem Tag leider nicht. Man weilt in Angelegenheit der Oper in Wien, aber er ist sich sicher, dass seine Künstler auch ohne ihn das Schloss und die Gastgeber finden werden. Heute ist der 3. Juli. Seit Tagen wird alles für den Besuch vorbereitet. Die Räume sind perfekt geputzt. Wir hoffen eigentlich schon, dass einfach die Familiengeschichte für viele interessant sein wird und da das Buch ja auch mit zahlreichen Fotos gespickt ist und viele Details bringt, denken wir schon, dass es für viele interessant sein wird und eben gut gehen wird. Vater von Horst, seinen Vater, ist meine Mutter, die Schwester, also auch eine Olschowski. So ist der Stammbaum. Entschuldigung, sonst kann ich eigentlich zum Buch, ich weiß nur, dass der Horst sehr intensiv geforscht hat. Man muss sagen, dass ich in dieser Weise mit dem Roman und mit dem Braun de Braun sicherlich ein Buch auf den Markt kommt, das seinesgleichen finden wird, vor allem auch in der Südsteiermark gut ankommen wird.